Japanisch hat noch einen vierten Zeichensatz? Ach du großer Gott, wie viele haben die denn? Aber nein, keine Sorge, wenn du bis hierhin gekommen bist, dann kannst du ihn wahrscheinlich schon, weil dabei handelt es sich um die lateinischen Buchstaben, die im Japanischen Lomaji genannt werden. Die findest du nämlich auch in Japan, aber wesentlich seltener. Allen voran werden die nämlich für künstlerische Zwecke eingesetzt, wodurch du sie oftmals bei den Namen von Firmen oder Geschäften siehst. Dennoch ist es wichtig, dass du diesen Begriff kennst, weil in Japan wirst du schnell mal nach deinem Namen gefragt werden und dann musst du natürlich in Erfahrung bringen können, ja, soll ich den jetzt in Katakana schreiben oder in Lomaji? Das ist von Fall zu Fall nämlich unterschiedlich, weil das jeder gerne ein bisschen anders haben will. Dass ich den Lomaji hier aber ein ganzes Kapitel widme, hat einen anderen Grund. Denn manch ein Lerner denkt, dass er Japanisch ausschließlich mit Lomaji lernen kann. Aber davon rate ich ausdrücklich ab, weil das macht dir das Lernen nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Wenn du nur mit Lomaji lernst, schaffst du dir eine ganze Reihe von Problemen, die du nicht haben müsstest. Punkt Nummer 1. Lomaji und Kana sind andere Laute. Das habe ich zuvor bereits angesprochen, hier will ich das nochmal ganz deutlich sagen. Wenn du nämlich Kana mit Lomaji umschreibst, dann versuchst du bloß Zeichen in einem uns bekannten Zeichensatz zu finden, der an Aussprache den Kana so nah wie möglich kommt. Und damit fängst du letztendlich bereits an, die Phonetik der Kana zu verschleiern. Ein besonders berühmtes Beispiel sind hierbei die Zeichen Lalilulilo, die in der Umschreibung ja immer zu Rarirurero werden, obwohl deren Aussprache irgendwo zwischen R, D und L liegt. Und sprichst du diese Zeichen aus, wie es dir die Lomaji vorgeben würden, dann wirst du nämlich ein rollendes R wie im Deutschen benutzen und niemand würde dich mehr verstehen. Punkt Nummer 2. Die japanische Grammatik basiert auf Kana. Wenn du jetzt also versuchst, Japanisch mit Lomaji zu lernen, dann müssen auch die grammatischen Erklärungen angepasst werden. Dann kannst du aber schon nicht mehr erkennen, wie sich die Kana bei den Formveränderungen verschieben. Für dich bedeutet das dann letztendlich mehr Lernaufwand, der einfach nicht sein muss. Versuch dir alternativ mal vorzustellen, wie es in die andere Richtung aussehen würde. Also wenn du versuchen würdest, die deutsche Grammatik mit japanischen Kana zu erklären. Dann müsstest du etwa Regeln aufstellen, um zu erklären, wie etwa Ichigehe zu Ichigingu wird. Dabei wird das G zu Gi und das He musst du durch Ngu ersetzen. Dabei würde kein einziges Zeichen gleich bleiben. Wenn du hier nachvollziehbare Regeln findest, dann alle Achtung. Und auf ähnliche Probleme stößt du, wenn du versuchst, Japanisch mit Lomaji zu lernen. An dieser Stelle auch der Hinweis, wenn dich die Grammatik des Japanischen interessiert und du die Sprache richtig lernen willst, dann findest du meinen Sprachkurs hier auch komplett kostenlos auf meiner Webseite www.kavalaban.de. Gefällt dir hingegen, was ich mache und du willst mich unterstützen, dann kannst du auch einfach mein Buch kaufen oder meinen Kurs bei Udemy, der sogar noch einige zusätzliche Videolektionen hat. Links zu allem findest du unten in der Videobeschreibung. Punkt Nummer 3. Japanisch hat sehr viele Homonyme. Kannst du den Unterschied zwischen Kaidan, Kaidan und Kaidan erkennen? Wenn du Japanisch lernen willst, musst du das. Das eine bedeutet Treppe, das andere Geistergeschichte und das letzte hingegen Treffen. Und jetzt versuch das mal mit Vokabelkarten zu lernen. Dann hast du eine Karte, steht auf der einen Seite drauf Kaidan, du drehst die um, siehst Geistergeschichte und hast deine Beispielsätze. Dann siehst du wieder eine Karte, steht auf der einen Seite drauf Kaidan, du denkst dir, okay, das war Geistergeschichte, drehst die um, jetzt ist es aber plötzlich Treppe. Und wenn du genug Vokabelkarten hast, würde ich das extrem verunsichern. Und das sind jetzt bloß einige Beispiele von Homonymen im Japanischen, also Wörter, die identisch gesprochen, aber anders mit Kanji geschrieben werden. Diese oft gefürchteten Kanji sind in Wirklichkeit nämlich eine Erleichterung, denn sie helfen dir dabei, unterschiedliche Wörter zu erkennen, die dir schon Probleme machen werden, wenn du die bereits bloß mit Hiragana oder Katakana geschrieben siehst. Wenn du die immer bloß in Lomaji hast, kannst du eigentlich gleich aufgeben, weil das viel zu kompliziert wird. Die drei Wörter, die ich als Beispiel nannte, sind in diesem Sinne auf Japanisch im Übrigen Kaidan, Kaidan und Kaidan. Viertens, die Sätze werden komplett unleserlich. Japanisch komplett in Lomaji geschrieben zu lesen, ist bereits für Muttersprachler eine Herausforderung. Bei einfachen Werken für Kinder reicht es bereits, wenn die in Kana geschrieben werden.
Bei komplexeren Werken hingegen bringt erst die Kombination aus Kanji und Kana so richtig System rein. Weil so siehst du, wo ein Wort aufhört und ein neues anfängt, und du kannst auch erkennen, was ein Wort ist und was eher ein grammatischer Bestandteil des Satzes ist. Fünftens, in Japan siehst du keine Lomaji. Es bringt dir letzten Endes überhaupt nichts, wenn du Japanisch mit Lomaji geschrieben verstehen kannst, weil wenn du in Japan bist, siehst du das nie so. Die Aussprache der Kanji wird maximal noch mit Hiragana oder Katakana angegeben, aber niemals in Lomaji. Selbst wenn du also ein Wort gelernt haben solltest, würdest du es in Japan nicht verstehen. Du wärst Analphabet. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, ich will Japanisch ja bloß sprechen können, ich habe überhaupt kein Interesse daran, das zu lesen, dann kann ich dir ehrlich gesagt auch bloß ganz hart sagen, in diesem Fall musst du überhaupt nicht erst anfangen, weil du würdest überhaupt nicht genug Übung mit der Sprache bekommen, um sie jemals lernen zu können. Denn Immersion ist ein wesentlicher Teil des Lernprozesses, aber damit die funktioniert, brauchst du einen Weg, um die japanischen Wörter nachschlagen zu können und ihre Bedeutung zu erfahren. Wenn du aber nur Lomaji kannst, hast du starke Probleme damit, genug Übung für die Sprache zu finden. Weil du findest keine einfachen japanischen Kinderbücher, die bloß mit lateinischen Buchstaben geschrieben sind. Du findest aber japanische Kinderbücher, die bloß mit Kana geschrieben sind. Und damit du die Sprache jetzt direkt richtig weiterlernen kannst, kannst du einfach auf die Playlist, die hier links im Bild klicken. Die führt nämlich zu meinem großen Japanisch-Sprachkurs hier auf YouTube. Und damit sage ich, ciao und bis zum nächsten Mal.